Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Project Orson 2 Kappa Mode. So, wir haben jetzt alles für einen Power Tab. Wir brauchen noch einen Access Port. Aber zwei. Na. Eins, zwei. Redneck Port würde ich sogar gerade gar nicht machen. Oder Redstone Port. Nöldielorium Fuel Rod. Okay. Da mache ich ein Rezept für. Okay, Uranium Rod. Palladium. Und genau wegen so etwas will ich EMC, weil wie viel Uranium haben wir? Machen wir mal ganz kurz so. Dieser Mod kann cheaty werden, so ist es nicht. Aber das Problem ist halt einfach an einigen Ecken ist, ist der Kappa-Mod konzipiert. Ist das gerade das richtige Wort? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall ist der Kappa-Mod so aufgebaut, dass man halt nicht anders drumherum kommt. Frage, kann... Nee, kann ich nicht schesseln, schade. Dann mach ich mal so. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, 10 Stück kriegen wir hin. Und es fehlen schon wieder die LED-Plates. Dann machen wir noch mal ein paar LED-Plates. So, und wir nehmen uns die Reactor Casings raus. So, den Reaktor können wir einmal ganz kurz hier drüben aufbauen. Machen wir mal hier. Wieso will ich jetzt eigentlich hier einen Reaktor aufbauen? Und naja, theoretisch gesehen könnten wir doch gucken, dass wir dann gleich einen großen aufbauen. Problem ist bei der Sache, ich will doch keinen Big Reaktor. Ich werde den jetzt halt einfach so kacke aufbauen, dass der Energie produziert und das war's. Mehr soll er nicht. Energie. Dass wir jetzt Cyanide kriegen und das war's. Ich habe nämlich auch gerade nichts anderes wirklich abgesehen. Da könnte mir irgendeiner sagen, du kriegst so voll viel Energie dadurch. Ja und? Wir haben Energie. Also da muss ich ganz ehrlich mal sagen, geht mir das Prinzip Bigger Go Home ein bisschen am Arsch vorbei. Halt, naja, Energie haben wir. Ich wüsste jetzt nicht, wofür wir noch mehr Energie momentan brauchen. Klar, mehr Energie ist immer gut. Aber das ist halt gerade dann wirklich ein bisschen dumm. Weil wir kommen super momentan aus. Klar wird noch die Zeit kommen, wo wir viel mehr Energie brauchen werden. Aber erst einmal. Gut, wir holen uns dann jetzt hier einmal das Jellorium raus. Bloodstone würde ich aber trotzdem noch im Inventar haben.
Und wir können trotzdem einen Tesseract mal mitnehmen. Minimum Reactor. Weil die Energie, die wir produzieren, soll jetzt schon nicht verloren gehen. Ich glaube, hier habe ich auch nur auf Cent only. Receive von Cent machen wir mal. Inlet Mode. Wow, so will ich was da rein. Activate. Und wir verbrauchen ordentlich Helorium. Sehr schön, so würde ich das sehen. Was ich mal, glaube ich, auch mal mache, sind gerade zwei Drawer holen. Zack, zack. Und ein wenig Item Conduit. Dass wir das dann einmal auch wirklich reinpumpen und auspumpen können, dass wir Cyanide haben. So, hier das Helorium rein. Dann hier und hier die Verbindung trennen. Insert. Always active. Extract. Insert. Sehr schön. Und wir bekommen Cyanide. Das kann dann erstmal laufen. So, jetzt weiter geht's. Weil wir ja einiges brauchen werden, werde ich das wahrscheinlich vormorgen nicht weitermachen, dann werde ich gleich noch ein bisschen South Park aufnehmen. Hol nochmal eine Ladung Helorium. Lassen einfach nochmal reinwerfen. Dann sollten wir morgen genau gut Cyanide haben. So. Dann können wir ja schon mal weitermachen. Den Minimum-Reaktor haben wir. Cyanide sollen wir jetzt ins Deck holen. Reaktor-Coolant-Part. Gibt es hier noch etwas, was wir machen können? Komm, wir schmeißen jetzt einfach mal die. Sollen wir hier weitermachen? Erst einmal öffne ich wieder die Loot Chest. Eine Dirt Chest. Das ist doch schon mal super, ne? Was mich schon immer mal interessiert hat. Wir machen nochmal gerade ein weiteres Extreme Crafting. Zack. Zack. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. 13, 15 Chest. Ich bräuchte noch, komm, 14, 20. Wir machen nochmal ein Extreme Crafting Rezept fertig. Decompressed Chest. Das ist eine große Truhe. Das ist eine extrem große Truhe. Wieso habe ich eine Kurzschatz gemacht? Weil ich kann. Hatte ich Bock drauf. Und wir werden sehen, auch irgendwann brauchen. Aber naja. Ich hatte einfach mal Bock drauf, eine so eine Kurzschatz zu sehen. Ist sogar, habe ich gesehen, auch ein Reward, den man rauskriegen kann aus einem, aus einer Loot Chest. So, was ich aber mal machen wollte. Ja, ihr habt es richtig gesehen. Wir machen uns einen Coke-Ofen. Und weil das können sogar zwei. Und wir brauchen eine Void Pipe. Wie kommen wir denn jetzt zu dieser Ehre? Ich bin auch blöd. Die Void Pipe brauchen wir ja gar nicht.
Wir brauchen Creosote Oil für ein paar Rezepte. Deswegen wollte ich mal gucken. Haben wir noch einen ordentlichen Tank da? So bietet sich doch schon hier der Portable Tank an. Oh. Das war auch noch eine Quest, ne? Scheiße. Ja gut, dann machen wir einfach den Tank hier. Hauptsache, wir haben was, wo Flüssigkeit rein kann. Nee, 140.000 Millibucks, das reicht. Und wir brauchen Ender Fluid Conduits. Und ganz wichtig, wir brauchen unseren Engineer's Hammer. Oh, jetzt kommen ja Sachen, die ersten Items, die wir hier machen sollten in diesem Modpack, kommen wir jetzt an. Ich habe einfach gerade gedacht, wenn wir schon dann dran sind, Sachen jetzt zu machen, die wir eh irgendwann noch brauchen, können wir auch gerade machen. So, wir brauchen nämlich hier noch bei Alpha Treated Wood, damit wir hier die restliche Scheiße machen können. Ich will nämlich so langsam mal gucken, dass wir Alpha abschließen. Beta, Blood Magic habe ich gerade keinen Bock drauf. Gamma, ja gut, könnten wir nochmal was machen, aber muss auch nicht so wirklich sein. Ich würde sagen, komm, wir können hier mal die Kabel so ein bisschen machen. Gut, dann machen wir einfach das jetzt doch mal gerade fertig. Gut. Was brauchen wir hier? Ein Leadstone Energy Cell Frame. Gut, das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Sehr schön. Wir brauchen dann jetzt einen Resonant Energy Cell Frame. Können wir mal kurz so ein bisschen zuschauen und craften. Du 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 du. Detect Sachen mit. Ey, wir haben hier die Reihe fertig. Gut. Der Portable Tank. Wir brauchen einen Fluid Tank. Zwei von denen. Und Bronze. Bronze haben wir auf jeden Fall da. Und wir brauchen auch noch das. Sehr schön, den Rest haben wir dann auch schon da. Lieber Lasertable, du wirst einmal erstaunt sein, aber wir brauchen so etwas. Das dauert doch bestimmt nicht allzu lange, oder? Ja. Was wir dann einfach mal machen können. Wir können mal kurz eine Karotte verschnabulieren. Gehen in Lyneta mit einem Tesseract. Haben wir noch Energy Upgrades? Dann machen wir nochmal gerade. Sehr schön. Und die Speed Upgrades brauchen wir dann auch nochmal. Und wofür richtig? Für den Digital Miner. Habe ich noch einen. Natürlich habe ich jetzt keinen Betrieb. Dann gehen wir einmal in Lyneta und gucken, dass wir einen Befüll kriegen. Oder Mana Infused Metal.
Weil davon werden wir nämlich auch noch einiges benötigen. Gehen wir mal hier in die Richtung. Nee, gehen jetzt mal hier in die Richtung. In die bin ich nämlich noch gar nicht richtig geflogen. Da haben wir nämlich schon eins. Und wir platzieren den einmal. Ganz kurz, wenn wir jetzt starten würden, der wird einiges verbrauchen. Dann nehmen wir unseren Tesseract, platzieren den hier. Base. Ja. Sehr schön. Und die Speed Upgrades. Dann Config, New Filter, Item Stack, Save. Tut mir leid, gerade keine Autogramme. Ist drin, in einem Radius von 50, jetzt auf 32, 0, 255, Silk. Die Zilter braucht man gerade nicht. Start. Wir brauchen einfach nur die Erze. So. Das ist sehr schön. Da ist nämlich im Klartext, wir haben jetzt gleich jede Menge mit Friel, weil wir es einfach so oft machen können. Ja gut, die Schweinemenschen fangen jetzt an zu rumzuheulen. Aber das juckt mich jetzt inwiefern. Ah, da ist auch das gebrochen. Ich mag den Digital Miner richtig. Einfach wegen diesem Feature. Du brauchst eine Ressource, kein Thema. Gib her. Gut, da haben wir dann jetzt auch soweit. Da dürfte jetzt auch drüben wieder. Hier sind gerade zwei gespawnt. Gut. Haben wir. Zurück in die Base. Dann können wir einmal das hier reinrotzen. Das und das. Pulverizer können wir verarbeiten. Hier haben wir auch unseren Portable Tank fertig. Ich glaube, das werde ich auch bis zum Ende lassen. Ich könnte ja einfach mal in den Game Mode gehen und das klein hauen, aber nein. So, Hardened Portable Tank. Reinforced. Resonant. Haben wir auch. Und jetzt müssten wir die Kabel machen. die Maschinen mache ich später noch fertig. Das mache ich später noch. Alles fertig. Ganz kurze Info. Ihr müsst in diesem Modpack nicht beide Jetpacks craften. Ihr entscheidet euch entweder für den Ender-IO-Weg oder für den Thermal Expansion Foundation, wie ihr es jetzt mal nennen wollt. Für mich ist es und bleibt es Thermal Expansion. Ich werde aber auf den Weg gehen, weil hier habe ich keinen Bock auf eine Fledermaus und sowas einzufangen. Vielleicht können wir dann gleich hier weitermachen. So, das da rein. Und zack. So. Mana 572 ist auch schon eine schöne Nummer. Entschuldigung. Was können wir denn jetzt noch machen? Wir müssen noch die Flagstacks machen. Und zwar einmal hier letzten Flagstack.
Wir brauchen das Hardened. Wir brauchen Redstone Energy Flux Duct. Deswegen so etwas haben wir bei Redstone da. Wir brauchen Resonant. Ja, okay. Wir machen den nochmal 3. So, besser. So, dann hol, gib uns mal die Danke. Das Cryo Stabilized Flux Duct könnten wir momentan noch nicht machen. Ich bin aber einfach zu faul gerade. So. Das heißt im Klartext, wir haben hier heute einen riesen Fortschritt gemacht. Flux-Infused Electrum. Das war Flux, genau. Dann machen wir auch einmal ein Rezept hierfür. Und sagen ein Elektrum okay, das ist einfach zu schnell draußen. Müsste ja genau hier ein Elektrum Blend geben. Dann sagen wir ein Elektrum Blend. Sehr schön. Gibt ein Flux Elektrum Blend und dann sagen wir ein 2 1 gibt zwei von denen. Und zu guter Letzt müssen wir noch ein Rezept dafür machen. So. Also, was haben wir jetzt hier? Pulverizer, Pulverizer. So. Haben wir. Wir brauchen jetzt den Induction Smelter. Hierfür. Und wir brauchen den Fluid Transposer. Dafür. Und das hier können wir einfach irgendwo hier reinrotzen. So. Wie viele Flachs brauchen wir? 12 Stück. Flachs. 10. Start. Sehr schön, Detect Submit. Und wir brauchen noch Flachs Crystal. Flux Crystal waren einfach, wenn ich mich jetzt nicht täusche, Dias, genau. Machen wir dann das auch noch fertig, das ist dann das Letzte, was wir heute machen. Zack. Und wir haben heute super, super Fortschritt gemacht. Ja, ich würde sagen, wir machen. Wir sammeln jetzt einfach und machen dann irgendwann ein richtig, richtig dickes Pack-Opening. Gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.